Guten Morgen und herzlich willkommen bei uns an der Fachhochschule St. Pölten. Herzlich willkommen zur diesjährigen Fachkonferenz Tag der Lehre, die wir nunmehr schon zum dritten Mal als FH St. Pölten organisieren und durchführen. Warum ist uns diese Fachkonferenz ein so wichtiges Anliegen? Die Themen Lehre und Hochschuldidaktik haben bei uns einen sehr hohen Stellenwert. Und wir sind auch gewillt, dass wir uns innovative Ansätze in der Lehre nicht nur überlegen, diskutieren, sondern diese auch in der Praxis umsetzen. So haben wir beispielsweise in den letzten Jahren in einem Studiengang ein sehr interessantes Block-Lehrveranstaltungssystem umgesetzt, was mittlerweile in mehreren Konferenzen im In- und Ausland als Best-Practice-Beispiel auch vorgestellt wurde. Wir waren in Österreich die erste Hochschule, die berufsbegleitend ein 7-semestriges Bachelorstudium angeboten haben, weil wir der Meinung sind, auch das bringt Vorteile und wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben dieser Tage einen neuen Studiengang eingereicht, der in Österreich das noch sehr, sehr seltene Konzept eines dualen Studiengangs beinhaltet, weil wir denken, auch der intensive Kontakt mit Unternehmen und der Wirtschaft ist ganz, ganz wichtig. Wir haben das Projekt Inverted Classroom gestartet, welches heute ja auch Thema sein wird. Und wir haben noch vieles mehr gemacht und auch noch vieles vor. Getreu unserem zugegebenermaßen hochgesteckten Ziel und Motto, FH St. Pölten, Best Place to Learn. Wir machen diese Fachkonferenz aber auch deswegen, weil wir der Meinung sind, dass Austausch, Erfahrungsaustausch, gemeinsame Diskussion und auch Kooperation sehr, sehr wichtig sind. Und letztlich gerade bei solchen Konferenzen und Tagungen es nicht nur um die Vorträge geht, es geht auch um die Gespräche vor, nach den Vorträgen. Und ich hoffe, dass so wie in den Vorjahren auch hier viele, viele interessante Gespräche entstehen und vielleicht auch daraus mehr als nur Erfahrung mitgenommen werden kann. Erfahrungsaustausch, Kooperation, das ist uns auch deswegen wichtig als Hochschule, weil wir uns aktiv als FH St. Pölten mit Themen in die Hochschullandschaft einbringen wollen. Und ich darf an dieser Stelle auch etwas augenzwinkernd um Verständnis ersuchen, dass Sie heute nicht die einzigen Gäste bei uns im Haus sind, weil wir parallel eine große internationale Enquete mit über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Audimax laufen haben. Ja, geschätzte Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Fachkonferenz, wir freuen uns, dass Sie heute hier mit dabei sind. Ich bin überzeugt, es wird heute wieder ein sehr, sehr interessanter Tag, so wie in den Vorjahren. Garant dafür sind sicher die Vortragenden und zwei unserer Vortragenden darf ich jetzt an dieser Stelle auch namentlich erwähnen und begrüßen. Zum einen unseren Keynote-Speaker des heutigen Tages, Herr Professor Dr. Jürgen Hanke. Herzlich willkommen. Und persönlich ist es mir auch ein Anliegen, jemanden zu begrüßen, der uns bei sehr interessanten hochschuldidaktischen Projekten in den letzten Jahren begleitet und betreut hat und wir die Zusammenarbeit sehr, sehr schätzen, nämlich Professor Dr. Rolf Schulmeister. Herzlich willkommen. Ja, und dann darf ich natürlich ganz besonders auch unsere für die niederösterreichischen Fachhochschulen zuständige Landesrätin begrüßen. Es freut mich, dass Sie heute sich Zeit genommen haben, um auch hier zu Beginn dabei zu sein. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir recht herzlich Frau Landesrätin Magistra Barbara Schwarz, herzlich willkommen. Ein herzliches Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das Fachthema oder das Thema der heutigen Fachtagung, sich damit zu beschäftigen, wie Lehre auch noch ausschauen kann, außer dem, was in unseren Köpfen sehr oft noch drinnen ist, nämlich Lehrender steht vorne, Studenten sitzen unten und es findet ein Face-to-Face-Lehrvortrag statt. Das war Realität in meinen Studienzeiten, da gab es überhaupt nichts anderes. Mittlerweile hat sich ja sehr geändert und dass diese Fachtagung sich heute damit beschäftigt, das halte ich für einen sehr, sehr wichtigen und großartigen Zugang. Wir brauchen das natürlich im Bereich der Hochschulen, wir brauchen das aber, und das darf ich als Landesrätin sagen, die für alle Schulformen in diesem Bundesland zuständig ist und für alle Hochschulen,
im gesamten Bildungsbereich. Was wollen wir denn erreichen? Wir wollen, dass junge Menschen oder auch Menschen, die im Verlauf ihres Lebens zu studieren beginnen, möglichst das Paket geboten bekommen, das zulässt, dass sie eine Bestleistung bringen können. Dass das in ihnen angesprochen wird, was wir so als ihr persönliches Können und ihr Talent ansprechen, als Überbegriff. Und nicht jeder von uns ist dazu geeignet, Frontalvorträge zu hören. Und daher brauchen wir die Zugänge, die es jedem möglich macht, zu sagen, ja, dieses Paket an Lehre, dieser Zugang, diese Möglichkeiten an Inverted Classroom, ich habe es ein bisschen durchgelesen, das Umdrehen, ich sitze zu Hause, erarbeite mir etwas und kann es hier dann in die Praxis umsetzen oder ich arbeite in Arbeitsgruppen, was auch immer, es gibt ja viele verschiedene Zugänge. Dieses Paket, das mir hier geboten wird, ermöglicht es mir ganz persönlich, eine gute Leistung zu bringen und daher traue ich mich auch drüber, ein Studium zu beginnen, eine Ausbildung zu machen und ich weiß, dass ich gut begleitet bin. Ich glaube, das ist im Hochschulbereich ein wichtiger Ansatz, wird aber auch im gesamten Bildungsbereich ein wichtiger Ansatz sein. Wir brauchen Flexibilität, wir brauchen viele verschiedene Pakete für viele verschiedene Menschen mit vielen verschiedenen Talenten. Und wenn wir das schaffen, flexibel zu sein und zuzugehen auf jeden Einzelnen, der bereit ist, auch etwas zu leisten und sich hier einzubringen, dann werden wir auch viele Menschen zusätzlich, das ist meine persönliche Überzeugung, zusätzlich finden, die hier zu Höchstleistungen imstande sind. Und es ist, mag ein Zufall sein, aber heute Abend wird der Niederösterreichische Wissenschaftspreis verliehen. Und da geht es einfach darum, dass es immer wieder herausragende Leistungen gibt im Bereich der Wissenschaft. Und wenn wir das wollen, dann müssen wir die Menschen dort abholen, wo sie stehen. Das ist ein Schlagwort, das man immer wieder gebraucht. Aber ich denke, gerade dann, wenn ich jemanden für Bildung, für Forschung gewinnen will, dann gilt das mehr als anderswo und muss ich Menschen auch neugierig machen. Dann muss ich das in ihnen wecken, egal in welchem Alter, dass sie dazu antreibt, nachzufragen, kritisch zu sein und immer wieder Dinge auch zu hinterfragen und neu aufzusetzen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei der Fachhochschule St. Pölten für diesen Beitrag. Ich bin gespannt und würde auch wirklich herzlich darum bitten, sozusagen die Unterlagen des heutigen Tages auch zu bekommen, weil es wirklich spannend ist und weil ich denke, wir können für den gesamten Bildungsbereich, wie ich schon eingangs ausgeführt habe, aus dieser Fachtagung etwas lernen. Und es ist auch immer ein gutes Zeichen, wenn Menschen, die überall gute Arbeit leisten, sich vernetzen, zusammensetzen, diese guten Ideen auch austauschen, wenn nicht jemand sagt, das ist jetzt meins und das behalte ich für mich, sondern ich teile mit, wie ist es mir damit ergangen, was habe ich für Erfahrungen und was kann ich weitergeben. Flexibilität wird eines der notwendigen Dinge im Bildungsbereich sein, um eben flexibel auf die Herausforderungen der Zeit zu antworten. Ich wünsche der Tagung heute einen guten Verlauf. Ich habe leider einen sehr dichten Tag. Es wäre auch spannend gewesen, zuzuhören. Aber vielleicht können wir das, wenn das im nächsten Jahr wieder der Fall ist, so einteilen, dass ich dann länger zuhören kann. Für Sie alle hoffe ich, dass spannende Dinge dabei sind und dass Sie etwas mit nach Hause nehmen, um die Lehre und den Vortrag in Ihren Instituten noch ein wenig spannender zu gestalten. Dankeschön. Sehr geehrte Frau Landesrätin, lieber Geschäftsführer, liebe Vortragende, liebes Organisationsteam, aber vor allem Sie, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Als Vizerektor und für den Bereich Lehre und Lehrentwicklung zuständiger in der Fachhochschule St. Pölten bin ich ganz besonders stolz, heute da heroben stehen zu dürfen. Vor circa ziemlich genau 2 Jahren habe ich diese Vizerektorfunktion angetreten und eine meiner ersten Aussagen damals war, relativ spontan in einem Strategie-Meeting, Lehre muss wichtiger werden. Was ich vielleicht so ganz salopp in meiner ersten Euphorie damals gesagt habe, würde man vielleicht in einem Unternehmen bezeichnen, die Lehre ist unser Kernprozess, kümmern wir uns darum. Ich würde es vielleicht ein bisschen anders formulieren, ich würde sagen, die Lehre oder die Beschäftigung mit der Lehre muss für jeden Einzelnen von uns wichtig sein und muss für jeden Einzelnen von uns auch sich lohnen, sich damit zu beschäftigen, sich die Lehre auseinanderzusetzen und mit dieser Lehre, sage ich jetzt, eine Entwicklung zu machen. Wir dürfen uns nicht nur von Publikationen in wissenschaftlichen Bereichen
treiben lassen, sondern wir müssen auch dementsprechend die Lehre vor den Vorhang bitten. Und der Tag der Lehre ist für mich so ein Symbol, wo es nicht um den fachlichen Beitrag geht, sondern wo es darum geht, sich mit der Wissensvermittlung, mit der Weitergabe, mit der Lehre und Lernen sich zu beschäftigen. Und wir haben gestern Abend auch darüber diskutiert, was versteht man unter guter Lehre. Und ich würde sagen, unter guter Lehre könnte man natürlich jetzt den ganzen Tag plaudern, würde einmal zwei Dimensionen sehen. Die eine Dimension ist das Individuum, der einzelne Lehrende oder Lernende, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Aber ich glaube, es gibt auch die zweite Dimension, die ganz wichtig ist, die Struktur. Das heißt, wir müssen uns auch damit beschäftigen, entsprechende strukturelle Änderungen voranzutreiben. Und Inverted, Blockunterricht oder was immer, dann die Schlagworte sind die entsprechenden Strukturen, die wir den Lehrenden und den Lernenden schaffen müssen, damit sie auch gute Lehre annehmen können und sich mit guter Lehre auseinandersetzen. Und wir haben, wie der Geschäftsführer schon gesagt hat, in unserer Strategie der Fachhochschule St. Pölten festgelegt, dass uns innovative Lehre und gute Lehre wichtig ist. Wir haben gesagt, als Slogan, the best place to learn. Und was schon auch zeigt, wir haben, wenn wir jetzt zurückschauen, wir haben in den letzten Jahren eigentlich zwei große Projekte auf die Reihe gebracht. Das eine war eine neue Form der Lehrorganisation. Das andere ist, mit dem Projekt Inverted Classroom haben wir auch sehr, sehr viel Dynamik hier in das Haus gebracht. Und es zeigt für mich auch, dass wir nicht nur davon reden, sondern dass wir es auch machen. Und wenn ich mir das heute so beobachte, und auch, das macht mich wirklich auch stolz, wenn ich sehe, mit welchem Engagement die Kollegen und Kolleginnen dabei sind, diese neuen Ideen auch umzusetzen, wie viel Energie, wie viel Herzblut auch hineinfließt, dann denke ich, wir sind auf einem guten Weg. Und eine Konferenz wie diese ist für mich der ideale Nährboden, neue Ideen zu generieren, neue Projekte aufzusetzen und neue Ideen voranzutreiben. Und das diesjährige, das Slogan des diesjährigen Konferenz, neue Technologien, Kollaboration und Personalisierung, glaube ich, passt auch ganz gut in unsere Strategie oder auch in unser Tun, dass es nicht nur darum geht, Ideen aufzugreifen, sondern es geht auch darum, diese Ideen mit anderen auszutauschen, zu verfeinern, zu verbessern und auch dementsprechend auch umzusetzen. Ja, in diesem Sinn wünsche ich uns eine ideenreiche Konferenz. Ich wünsche uns, dass wir mit vielen Ideen heute nach Hause gehen, aber natürlich auch uns und Ihnen allen, dass wir auch einige dieser Ideen umsetzen dürfen. Ich darf nun an unser Programmkomitee weitergeben, die dann den Tagesablauf nochmal vorstellt. Dankeschön. Ja, damit herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Josef Weißenböck. Ich leite hier im Haus die Abteilung Skill, die sich mit Hochschuldidaktik, Lehrentwicklung, innovativen Lehr- und Lernszenarien beschäftigt und in dieser Funktion im Haus auch für die Programmplanung und Organisation des Tags der Lehre verantwortlich ist seit 2012. Ja, und in dieser Rolle möchte ich Sie jetzt in den nächsten paar Minuten, bevor wir zu dem sicher schon mit großer Spannung erwarteten Keynote von Professor Hand gekommen, möchte ich Sie nur mit ein paar Special Features, wie wir es genannt haben, des heutigen Tags der Lehre vertraut machen. Schlicht und einfach, was bieten wir an außerhalb der klassischen Präsentationstracks und Workshops, wo natürlich sehr, sehr viel Spannendes und Wissenswertes transferiert wird rund um Inverted Classroom und weit, weit drüber hinaus. Wir haben aber auch bewusst ein paar zusätzliche Programmpunkte designt, wo es primär geht um, da kann man auch gleich hier live bei dieser Veranstaltung mitmachen und etwas ausprobieren und auch den ja schon angesprochenen Vernetzungsaspekt der Veranstaltung. Das war so unsere Kernidee vom Tag der Lehre, als wir 2012 damit begonnen haben, einfach einen Raum zur Verfügung zu stellen, dass sich interne und externe Lehrende intensiv vernetzen können hinter einem thematischen Aufhänger. Und das wollen wir auch heute noch zusätzlich ein bisschen unterstützen, diesen Vernetzungsaspekt. Ja, Inverted Classroom ist also unser großes Leitthema
in diesem Jahr, weil, wie schon angesprochen, wir auch das dementsprechende hausinterne Entwicklungsprojekt betreiben. Was haben wir da jetzt ganz konkret im Programm, wo man auch aktiv mitmachen kann? Da würde ich an dieser Stelle jetzt ganz kurz meinen Kollegen Christian Freisleben auf die Bühne bitten. Also wenn ich das gleich einmal so salopp sagen darf, unseren Mr. Inverted Classroom hier im Haus, der das entsprechende Projekt verantwortet. Was kann man im Rahmen von Inverted Classroom heute so an speziellen Dingen noch bei dir kriegen oder wo kann man mitmachen? Ja, ganz besonders wichtig ist die ICM-Werkstatt da hinten in der Lounge. Ein wirklich kuscheliger Ort, wo es regen Austausch, Erfahrungsaustausch geben wird, wo auch Experten und Expertinnen sein werden, die berichten, wie sie es eingesetzt haben, wie sie es ausprobiert haben. Ja, und es gibt auch nach wie vor den Code für Videos, das heißt, ich lade alle dazu ein, mit ihren Geräten selber hier ein... vielen Dank. Gleich hier ein kurzes Video zu drehen. Und wir haben im ersten Stock eine Videostation, wo man dieses Video bearbeiten kann und natürlich auch posten kann. Also alle herzlich willkommen, dieses faszinierende Medium, das für die Lehre sehr wichtig ist, auszutesten. Und ich lade natürlich auch alle herzlich ein, mitzutwittern unter unserem Hashtag, der in den Unterlagen auch zu finden ist, und auf Facebook das sichtbar zu machen, auch für Menschen, die heute nicht dabei sein können. Ja, und ich freue mich auch auf einen intensiven Austausch. Gut, Christian, danke. Das heißt, ICM-Werkstatt bitte frequentieren, hier in der Lounge die Chance ergreifen, selbst eigene kleine Videobeiträge hier auf der Veranstaltung zu produzieren. Ja, eine weitere, wenn ich das einmal so nennen darf, Intervention, die wir eingeplant haben in das heutige Programm, mit dem Fokus, die interdisziplinäre Vernetzung untereinander noch besonders zu unterstützen, ist das sogenannte Gemeinschaftsnetz. Da darf ich auch ganz schnell zwei Kollegen, die diese Idee eingebracht haben, auf die Bühne bitten, meine Kollegin Ingrid Springenklee und meinen Kollegen Reinhard Marmeler. Ja, wie funktioniert das Gemeinschaftsnetz? Wie läuft das heute ab? Vielleicht, ja. Guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein und Ihnen ein bisschen was erzählen zu dürfen über das Gemeinschaftsnetz, beziehungsweise das wird die Ingrid Springenklee machen. Ich möchte nur noch ein paar Sätze sagen, wo das Gemeinschaftsnetz eingebettet ist. Und Sie werden das dann hoffentlich ohnehin bei uns dann im ersten Stock sehen. Das Gemeinschaftsnetz ist Teil einer Lehrveranstaltung, die sich Teamtraining nennt. Diese findet am Anfang des Wintersemesters statt. Da ist es so, da geht es einfach darum, dass die Studenten nicht als Einzelkämpfer durch das Studium gehen sollen, sondern einfach als Gruppe. Es geht um das Motto gemeinsam statt einsam. Die sollen einander kennenlernen in der Gruppe, sollen kleine Projekte gleich gemeinsam bewältigen, sich als Gruppe oder Teil einer Gruppe wahrnehmen. Und das Endergebnis ist dann, oder es gibt mehrere Endergebnisse. Eines davon sehen Sie hier, und zwar sind das 115 Studierende des Lehrganges Medientechnik, Bachelorstudium, die gemeinsam ein Bild geschaffen haben. Das Motto haben sie selbst ausgewählt. Was Sie da sehen, sind 115 Einzelbilder, die zu einem gemeinsamen Bild zusammengefügt wurden. Und es ist immer faszinierend zu sehen, wie gut das funktioniert. Teil ist dann auch, einem anderen Kollegen das Bild, das man selbst gemalt hat, zu schenken und dann am Ende des Studiums wieder zurückzutauschen. Und das ist eine Lehrveranstaltung, die mir sehr stark am Herzen liegt, weil ich die sehr wichtig finde. Und ja, ich freue mich schon auf die nächste. Und damit übergebe ich an die Ingrid Springenklee. Was da zu sehen ist, ist das Gemeinsamkeiten-Netzwerk.
Da geht es darum, dass Studierende finden heraus, was sie alles miteinander schon gemeinsam haben, welche Hobbys, welche Vorlieben sie teilen, woran sie Interesse haben. Und wir haben uns gedacht, dass das Netzwerken eben ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Veranstaltung auch hier ist, dass wir das leicht abwandeln. Und ich lade Sie ein, das Angebot anzunehmen, dass Sie hier sich mit anderen Personen vernetzen und feststellen, okay, ich hätte gerne zum Beispiel Interesse an einem Austausch über Inverted Classroom, dass ich meine Erfahrungen austausche mit anderen, die auch schon Erfahrungen gemacht haben. Und da möchten wir Ihnen zur Verfügung stellen, oben im ersten Stock, dass wir ein Netzwerk machen, wo jede Person, die möchte, Name und Kontaktdaten einträgt und das Thema, an dem sie interessiert ist. Das heißt, da könnte dann zum Beispiel stehen, also ich habe schon angefangen auszufüllen, mit meinem Namen, mit meiner E-Mail-Adresse und das Thema zum Beispiel Teamtraining interessiert mich. Und ich lade Sie ein, dieses Angebot zu nutzen und so auch zu Menschen zu kommen, die an ähnlichen Fragestellungen in der Lehre arbeiten. Und das Zweite wäre auch, die zweite Einladung ist natürlich, sich auch bei uns, mit uns über das Teamtraining zu sprechen, wie Sie das vielleicht machen und da auch in einen Erfahrungsaustausch zu kommen, weil das würde mich auch persönlich sehr interessieren. Ja. Dankeschön, liebe Kollegen. Also spannende Geschichte und wir hoffen natürlich, dass das auch intensiv genutzt wird bis zum Ende der Veranstaltung. Am Ende des Programms haben wir noch zwei Angebote, Interventionen, über die ich schnell noch zwei, drei Sätze sage. Harvesting, wie wir es genannt haben, da geht es schlicht und einfach darum, um da im Bild zu bleiben. Wir wollen, dass Sie mit möglichst reicher Ernte von dieser Veranstaltung nach Hause gehen. Wenn Sie schon ein bisschen in Ihrer Teilnehmermappe gestöbert haben, dann finden Sie da auch eine Unterlage dazu, zu unserem Harvesting-Ansatz. Da hat vielleicht der eine oder andere schon entdeckt, dass da schon ein erster Hinweis oder böse sagen könnte man so, erster kleiner Arbeitsauftrag schon drinnen ist für jetzt hier in der ersten Live-Session, wie man dieses Harvesting, dieses darauf schauen, dass man möglichst reiche Ernte an Inputs macht von der Veranstaltung, jetzt schon anstoßt, dass man das dann natürlich in weiterer Folge im Laufe der Veranstaltung auch im Auge behält. Ja. Wie kann ich das sicherstellen, mit wem kann ich mich da vernetzen? Und wir haben dann als abschließende Plenarsession des Tages 17 bis 17.30 Uhr dann noch eine Sequenz, wo wir das hier im Plenum noch einmal zusammenführen, moderiert von uns. Lassen Sie sich überraschen, wie das dann hier abläuft. Und dann sind wir aber wirklich sehr, sehr wohlverdient nach einem, bin ich überzeugt, sehr reichhaltigen Tag dort, wo Conference Chill Out steht um 17.30 Uhr. Da wird dann schlicht und einfach im Rückraum hier im großen Festsaal noch einmal ein kleines Buffet aufgebaut und um es auch gleich ganz offen zu sagen, zu dieser frühen Stunde auch eine kleine Menge alkoholischer Getränke gereicht, so zu einem möglichst entspannten Veranstaltungs-Chill-Out, wo man begonnene Gespräche noch weiterführt, Kontakte, die man geknüpft hat, vertieft, ja, und noch einmal dafür sorgt, mit möglichst reicher Ernte und großer Zufriedenheit hoffentlich von dieser Veranstaltung nach Hause zu gehen. Gut, jetzt ist es aber wirklich an der Zeit, zu unserem Hauptakt des heutigen Vormittags zu kommen, zur Keynote von Professor Jürgen Handke von der Uni Marburg. Wir würden mit unserem Inverted Classroom-Projekt im Haus definitiv nicht dort stehen, wo wir jetzt stehen, also so weit und doch auch so einfach von der Reichweite inzwischen im Haus, wenn wir nicht Jürgen Handke da als wesentlichen Geburtshelfer bei diesem Projekt von Beginn an dabei gehabt hätten. So vor einem knappen Jahr hatten wir da einen gemeinsamen Kick-Off-Workshop ja, hier im Haus und ja, seine langjährige Erfahrung mit dem Modell als erste wesentliche Initialinputs für unsere Lehrenden war natürlich goldeswert.
um so schnell so weit zu kommen, wo wir jetzt schon stehen. Wenn man zu Jürgen Handke im Netz recherchiert, stößt man relativ häufig auf Statements wie führender Vertreter des Inverted Classroom-Modells in Deutschland. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihm das so gefällt, diese Zuschreibung. Aus meiner Sicht ist es jedenfalls so, dass er sich damit durchaus würdig schmücken kann, weil warum? Ich finde, er hat ganz, ganz unbezahlbare, wesentliche Pionierarbeit auch geleistet, indem er 2012 schon die erste Inverted Classroom-Konferenz an seiner Uni in Marburg initiiert hat, was seither so der große jährliche Treffpunkt ist der deutschsprachigen Inverted Classroom-Community und viele, die in unterschiedlichen Hochschulen in deutschsprachigen Landen das betreiben, haben ihre Initialinspiration sicher von Jürgen Handke bekommen. Darüber hinaus begnügt er sich ja nicht damit, so das Standardmodell von Inverted Classroom umzusetzen, sondern das sogenannte Inverted Classroom Mastery Modell entwickelt und da wirklich eine Marke geschaffen. Das behaupte nicht nur ich, sondern diese geschaffene Marke wurde ja auch schon preisgekrönt. Ende letzten Jahres gab es da den Exzellenzpreis in der Lehre des Landes Hessen. Ich glaube, da wird Jürgen Handke auf Anfrage oder sogar in seinem Vortrag vielleicht sogar noch ein paar Worte dazu sagen, vielleicht sogar, was er mit dem Preisgeld vorhat, nämlich wir hatten ein kurzes informelles Gespräch, da gibt es eine sehr konkrete, sehr, sehr spannende Idee dazu. Ja, ich denke an dieser Stelle wirklich genug der Vorrede. Hiermit darf ich Jürgen Handke ganz herzlich um seinen Vortrag bitten. Bitte auf die Bühne, ganz bitte, sehr gerne, war mir ein großes Anliegen. Gucken, ja, da sind wir schon. Gut. So, ich bin soweit klar. Internetzugang. Gut, haben wir auch. Alles klar. Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die nette Einführung, Herr Weißenböck. Ich erinnere mich noch sehr genau, als wir hier vor 10 Monaten, war es glaube ich, ungefähr uns getroffen haben mit 15 bis 20 Personen. Und am Ende einer 8-stündigen, sehr intensiven Veranstaltung war ich eigentlich der Meinung, mit Ihnen beiden auch, dass wir ein paar Treiber, menschliche Treiber für den Inverted Classroom hier identifizieren konnten. So, und heute stehen wir hier vor 150 angemeldeten Leuten, also fast das Zehnfache in nur 10 Monaten. Ich finde das eine unglaubliche Entwicklung. Und ich kann der Fachhochschule St. Pölten nur die 3 Buchstaben ans Herz legen, und Sie haben die auch realisiert, die ich mir immer zu meinem Credo gemacht habe, die 3 Ps. Pioneer, ich sage das Englische, Perseverance, Beharrlichkeit, Sie müssen beharrlich bleiben. Und den dritten Begriff ist, den habe ich jetzt gar nicht parat, aber jedenfalls, das sind die beiden Hauptbegriffe. Diese Perseverance, dieses Dranbleiben an den ganzen Modellen. Sie werden nämlich immer wieder Widerstände erleben. Ja, und so habe ich jetzt dieses Thema hier mir gewählt, Digitalisierung der Hochschullehre, um das Ganze etwas auszuweiten. Und ich werde dabei die Frage beantworten, welche Rolle spielt das Inverted Classroom bei der Digitalisierung der Hochschullehre insgesamt? Ich habe das Ganze so gegliedert. Sie sehen, wir waren zurzeit ja nicht untätig in Publikationen. Meine nächste Publikation, Handbuch Hochschuldigital, eine Anleitung, wartet schon, in der ich mich insbesondere auch mit dem Wirkungsgrad von Lehrvideos auseinandersetze. Und der 3. Konferenzband zum Inverted Classroom Model ist seit 2 Tagen verfügbar. Ich habe leider noch kein Exemplar, aber Bestellformulare, die habe ich schon da. Und Ihnen mache ich das Angebot, wenn Sie es haben wollen, kriegen Sie es für 20 Euro. Die Formulare gebe ich später rum. Das kostet sonst wesentlich mehr. Ich beginne mit der Ausgangslage. Die Ausgangslage ist ja so, dass wir heute an den Hochschulen eine neue Zielgruppe haben. Eine Zielgruppe, die ich in diesem kurzen Video mal ganz kurz zeige. Den Ton können wir weglassen. Das ist eine Aufnahme aus einem Hörsaal, die ich vor einem Jahr gemacht habe. Und ich habe die Studierenden einfach nur gefragt, ohne dass sie es wussten, wer von euch hat ein digitales, ein mobiles Gerät bei sich?
es sind alle. Das war vor einem Jahr. Diese Klientel ist jetzt im dritten Semester. Das neue Semester hat heute begonnen bei uns, und beziehungsweise in dieser Woche. Und ich bin mir 100% sicher, das sind auch diejenigen, die man, wenn ich das Video ein bisschen weiterlaufen lasse, die ich dann als Digital Natives bezeichnet habe. Der Begriff Digital Native ist ja wirklich ein Begriff, der ist gerade aus meiner Sicht als Sprachwissenschaftler höchst kontrovers. Ein Native, darunter verstehen wir etwas anderes, gerade im Bereich Spracherwerb. Aber er hat sich so eingebürgert, und deswegen will ich auch gar nicht groß streiten, ob er sinnvoll ist oder nicht. Also wir haben eine andere Zielgruppe. Wir haben heute den Alltag, wo wir den stationären Handel durch Internethandel ersetzen. Niemand von uns wird mehr auf die Idee kommen, per Zettelkasten im Bereich Lehre oder Forschung zu recherchieren, sondern wir machen das natürlich über die sozialen Netzwerke, über Suchmaschinen. Insofern haben wir heute eine ganz andere Situation, nur die Lehre, das werden Sie gleich sehen, die ist anders aufgestellt. Und ich werde meinen Vortrag begleiten von Fragen, die ich Ihnen stelle. Von Fragen, die ich über ein Student Response System immer auch in der Präsenzlehre stelle. Und einige von Ihnen haben jetzt diese Geräte von Herrn Freisleben bekommen. Ich hoffe, jeder hat, es sind alle Geräte im Einsatz. Ich kann natürlich nur 30 hier mit nach St. Pölten transportieren. Ich werde Ihnen jetzt immer Fragen stellen. Und diese Fragen, die werden mich auch durch den Vortrag leiten. Je nachdem, wie gut oder schlecht Sie diese Fragen beantworten. Hier ist die erste. Wie viel Prozent seiner Arbeitszeit wendet ein Hochschullehrer an einer deutschen Universität für die Lehre auf? Diejenigen, die so ein Gerät haben, bitte ich jetzt um Ihr Votum. Sie haben 15 Sekunden Zeit. Sie sehen, da kommen die Abstimmungen rein. Ich weiß natürlich nicht, wer das ist. So. Keine Wiederholung. Und da sehen Sie, das ist das Ergebnis. Ich werde es natürlich sichern. Es ist in meinem Buch Patient Hochschullehre auf die Teichler-Studie Bezug genommen, die das eben sehr genau ermittelt haben. Hat. Und in der Tat, es sind nur 20-30%. Das Ergebnis hat meine Grafikerin dann so dargestellt. Hier sehen Sie die Kontingente, die wir überhaupt nur für die Lehre zur Verfügung haben, an Universitäten, an Fachhochschulen ist das etwas anders gelagert. In jedem Fall ist es zu wenig. Und wenn Sie die Stunden zusammenrechnen, dann kommen Sie auf 56 Stunden. Das ist nämlich die geschätzte Arbeitszeit der Lehrenden selbst. Viel zu wenig Zeit für die Lehre, ein großes Problem. Hier sind noch andere Probleme der Lehre. Links oben, ich finde sehr gelungen, diese Grafik mit diesem Symbol hier auf dem Computer. Das ist die Situation, wie viele Studierende sich sehen in der Lehre. So werden viele Lehrende gesehen, langweilige Vorträge, volle Hörsäle. Hier haben wir die Lehrenden, die haben nun im Gegensatz zu diesen neuen Studierenden, die ja eine hohe Medien- und ich sage immer ganz bestimmt Medienbedienkompetenz haben, aber keine Medienkompetenz. Hier ist es vielleicht hoffentlich umgekehrt. Die Lehrenden haben eine hohe Medienkompetenz, aber mit der Bedienkompetenz ist es oft nicht so weit her. Ja, und dann haben wir natürlich hier unten diese Aschenbahn. Da sehen Sie, was an deutschen Universitäten vielfach passiert. Da werden Studierende von BA, Master, Lehramtsstudierende in die gleiche Lehrveranstaltung geschickt, obwohl sie eigentlich unterschiedliche Inhalte bräuchten. So als würde man einen Fußballer, Volleyballer, Basketballer etc. mit von einem Trainer betreuen lassen, nur weil ein Ball im Spiel ist. Das sind Probleme der Hochschullehre. Es gibt noch ganz weitere Probleme. Ich habe sie hier mal aufgelistet. Redundanz, Qualitätssicherung, die Skalierbarkeit, das heißt die Größe der Veranstaltung und schließlich noch der Hochschullehrer selbst. Denn eins darf man nie vergessen, wir Hochschullehrer sind nicht für die Lehre ausgebildet, zumindest nicht systematisch. Und somit sind wir ein großes Problem. Und deswegen haben wir den Patienten Hochschullehre. Nun, meine These ist, und damit komme ich zum zweiten Punkt, durch eine Digitalisierung der Lehre können wir viele dieser Probleme lösen. Allerdings müssen wir gute Szenarien und Verfahren einsetzen. Was heißt aber Digitalisierung? Und da möchte ich Ihnen zunächst ein Zitat vorspielen von Frau Wintermantel. Margret Wintermantel ist ja nun kein Nobody in der Bildungspolitik, ehemalige Präsidentin der Hochschulrektorenkonferenz in Deutschland, jetzige Präsidentin des DAAD, Beraterin des österreichischen Bildungsministeriums, also verschiedene Posten, Unipräsidentin und so weiter. Und die hat das gesagt, was hier unten auch steht,
Und ich spiele es mal kurz ab, damit wir es live hören. Müssen wir in dieser Entwicklung dabei sein und die deutschen Hochschulen müssen in dieser Entwicklung dabei sein, sonst verschwinden sie tatsächlich von der Landkarte. Aber nochmal. Da haben Sie es gehört. Damit zeige ich auch gleich, dass Sie Videos von anderen nutzen können, indem Sie mitten reingehen. Das ist auch ein ganz wichtiger Effekt, den wir auch brauchen für die Lehre. Das ist also ein Zitat. Wir müssen dabei bleiben und ich denke, das Wort Deutsch können wir durch Österreich genauso ersetzen. Und wenn wir da nicht mitmachen, dann bekommen wir ein Problem. Aber was heißt Digitalisierung? Und nun zeige ich Ihnen etwas, was ich gestern Abend eingefügt habe. Gestern habe ich ein Journal bekommen, E-Learning in Hessen. Dort berichten die Universitäten meines Bundeslandes über E-Learning. Und ich habe mal dann den Artikel, den die Universität Marburg, meine Universität, dazu veröffentlicht hat, genommen, habe alle Substantive, die zweimal darin vorkommen, auf ihre Wortstämme zurückgeführt und eine Tag-Cloud erstellt. Und nun frage ich Sie, wo sehen Sie hier den Begriff Didaktik? Wo sehen Sie hier den Begriff Lehren, Lernen? All das, was mit der Lehre zu tun hat, ist hier überhaupt nicht dabei. Mit anderen Worten, hier haben wir realisiert, das, was wir nicht realisieren sollten, Technology drives Didactics. Aber so soll es ja nicht sein. Didaktik sollte die Technologie vor sich hertreiben. Und das ist typisch für die Situation, die an vielen Universitäten zurzeit herrscht. Ich habe das gepostet gestern auf Google+ und habe schon Antworten aus Braunschweig, aus Zürich, aus verschiedenen Universitäten und habe gesagt bekommen, es ist bei uns genauso. Und das ist eben nicht Digitalisierung. Digitalisierung ist nicht, dass wir flankierende Maßnahmen wie PDF-Dokumente erstellen, dass wir Präsentationsformate wechseln und vielleicht von PowerPoint auf Präsi wechseln. Es hat auch nichts damit zu tun, dass wir E-Klausuren einführen und Prüfungsformate nun digitalisieren, sondern es ist die Lehre selbst, die Inhalte, die sollen digitalisiert werden und die Verfahren zur Inhaltsvermittlung und Inhaltserschließung. Die Frage ist, wie machen wir das? Naja, so wie es hier dargestellt ist, nicht. Wir könnten, wie oben links gezeigt, Texte digitalisieren. All das, was wir lehren, könnten wir in Skripte überführen. Die überführen wir ins PDF-Format. Stellen Sie unseren Studierenden bereit. Lassen Sie damit lernen. Dass das nicht funktioniert, wissen wir alle. Wir können auch Podcasts, Audio-Podcasts erstellen. Das ist das zweite Bild. Und das unseren Studierenden bereitstellen. Es gibt Untersuchungen dazu. Das ist zwar ganz nett, aber es fehlt der visuelle Kanal. Funktioniert halt auch nicht gut. Wir können Multimedia machen, das dritte Bild. Und da kann ich nur von abraten, wenn Sie nicht über ein Riesenteam verfügen, wenn Sie nicht über finanzielle Ressourcen verfügen, wenn Sie nicht über Know-how, angefangen von der Grafikentwicklung bis zur Hardcore-Programmierung verfügen, dann sollten Sie die Finger von Multimedia besser weglassen. Wir haben das gemacht hier mit dem Virtual Linguistics Campus. Allerdings, das muss ich immer wieder sagen, wir haben 15 Jahre gebraucht, um ein komplettes Fach zu digitalisieren mit einem Team, das eine durchschnittliche Größe von 15 Personen hat. Und das Ganze rund um die Uhr. Und deswegen, Multimedia ist auch nicht meine Empfehlung, sondern Videos. Und damit kommen wir zum Videobereich. Es wurde ja bereits angesprochen, heute können wir auch Videos erzeugen. Videos für die Lehre. Aber hier wird oft etwas vergessen. Bitte nicht nur Videos. Videos allein eignen sich nicht zum Lernen. Die können noch so gut gemacht werden. Unsere amerikanischen Partner haben uns schon 2012 gesagt, Learning is not videos, not just videos. Da muss mehr kommen. Und das ist eine ganz wichtige Aussage, die auch offenbar viele MOOC-Produzenten übersehen haben. Es reicht nicht einfach nur ein paar Videos bereitzustellen und dann zu hoffen, jetzt kann gelernt werden. Da muss mehr her. Vielleicht, ich gucke mal die Videoformate kurz an. Was gibt es denn für Videos? Da gibt es zunächst mal die Live Digitized Lecture, die klassischen Vorlesungsaufzeichnungen. Schauen wir uns mal eine an. Ist es das etwa? And the purpose of this course is to show you over and over and over again that starting with those one or two laws, you can deduce everything. Ich denke mal, ich erspare Ihnen den Rest. Wenn Sie auf die Zeit geguckt haben, werden Sie feststellen, das Video läuft 1 Stunde 20 Minuten. Ich glaube, nach wenigen Minuten haben wir genug von so einem Video. Und das ist auch genau der Effekt, der mit Vorlesungsaufzeichnungen ja erzielt wurde. Langeweile
Und vor allen Dingen ein didaktischer Mehrwert ist ja nicht zu spüren, denn diese Videos werden nach einer Lehrveranstaltung bereitgestellt. Der Mehrwert, den solche Videos haben, ist vielleicht so etwas, was hier jetzt gemacht wird. Das wird ja aufgezeichnet und es können Leute diese Dinge sehen, wenn sie im Nachhinein das sich betrachten wollen oder keine Zeit hatten, hier zu sein. Dann ist das eine vernünftige Lösung. Aber für die grundständige Lehre bekommen wir keine neuen didaktischen Varianten geliefert. Sind es vielleicht Dokumentarfilme, Videos, die im Studio-Setting produziert werden? Da läuft zurzeit der mit viel Werbeaufwand angekündigte Hanse-MOOC von der Fachhochschule Lübeck. Ein primär auf Dokumentarfilm-ähnlichen Videoclips basierender MOOC. Meine Aussage ist, Dokumentarfilme eignen sich auch nicht. Ich will Ihnen das mal ganz kurz darstellen. Sie wollen diesen Inhalt vermitteln. Sie wollen vermitteln, dass es Fußspuren gibt, die vor 3,5 Millionen Jahren getreten wurden. Sie wurden gefunden im Jahre 1976 von Mary Leakey. Es handelt sich um zwei männliche und eine weibliche Fußspur eines Australopithecus. Geht um den Bereich Menschwerdung. Das ist der Inhalt, den man lernen soll. Ich denke, mit dieser Darstellung kann man ganz gut lernen. Nun könnte jemand auf die Idee kommen, wir schauen uns einen Dokumentarfilm an von National Geographic. Tun wir das mal. On a remote section of savanna called Laetoli in northern Tanzania, scientists have preserved an extraordinary archaeological site. First discovered by Mary Leakey in 1976, this stretch of hardened volcanic ash contains a trail of fossilized footprints. 54 perfectly preserved steps of three hominids. Ich halte es mal an, jetzt kommen noch Vulkanausbrüche, die jetzt diese Fußspuren verdecken. Und Sie sehen hier sehr schön, hier haben wir noch nicht mal Hintergrundmusik, die auch völlig unsinnig ist für das Lernen über Videos. Viele Universitäten bieten ja sogar Videos mit Trailern an, die dann mit Hintergrundmusik belegt sind. Das sind Dinge, die sind unnötig für die grundständige Lehre. Also mit anderen Worten, 61 Sekunden eines Videos. Wissen Sie noch, wie viele Fußspuren da waren? Es waren 54, spielt überhaupt keine Rolle, ob da 54 oder 36 waren für das Lernen. Und auch, dass da jemand mit der Lampe vorwegmarschiert ist, Unsinn. Also meine Aussage ist, Dokumentarfilme für die Lehre, das geht auch nicht. Was geht denn? Es gehen Videos, die im sogenannten Office-Setting erstellt werden, Videos ohne Publikum, mit einem imaginären Publikum allerdings. Und das Wort Office steht für Orte außerhalb eines Studios und außerhalb des Hörsaals. Und dann haben Sie vernünftige Videos, die Sie je nach Länge in Micro-Teaching-Videos einteilen können, in Makro-Teaching-Videos. Das sind zum Teil Definitionen, das sind Demonstrationen, kurze Erklärungen im Micro-Teaching-Bereich. Oder es sind die E-Lectures, wo jemand etwas erklärt und dazu etwas länger benötigt als vielleicht 10 Minuten und gewisse Themen einführt. Wie produzieren wir denn diese digitalen Elemente? Nun, wir können diese Elemente selbst produzieren. Die Fachhochschule St. Pölten tut das. Sie produziert Elemente selbst. Ich selbst mache das ja auch. Und wir haben ja noch jemanden im Publikum, Herrn Dittrich aus dem Saarland. Der findet sein eigenes Büro hier wieder als auf dem Video, nämlich das hier oben rechts. Man baut sich sein Büro um und nimmt da Videos auf. Ich habe das auch getan. Hier sehen Sie mich vor der Kamera in meinem Büro. Wir kennen uns ja auch und haben uns auch so ein bisschen beraten gegenseitig, wie wir die Büros ausstatten, damit wir Videos erzeugen können. Wir können aber Videos auch so erzeugen, indem wir einfach so ein Tablet haben. Ich habe hier so eins vor mir, da kann ich drauf schreiben, ein Mikrofon und nehme schnelle Videos auf. Ich denke, sowas wird man heute auch hier in St. Pölten tun können. Das ist die eine Möglichkeit. Was wir benötigen, darf man nie vergessen, wir benötigen einfache Videos, leicht zugängliche Videos, leicht produzierbar. Low Budget ist immer ein wichtiges Wort, das darf nicht viel kosten. Und es ist auch ganz wichtig, perfekt müssen die nicht sein. Dieser Satz, der hier auf dem T-Shirt mittlerweile der Firma TechSmith abgedruckt ist, der hat uns geleitet seit 2,5 Jahren. Do you need your video perfect or by Tuesday?
Ich habe gestern an der Fachhochschule Krems einen Video-Workshop geleitet. Wir haben dort ein Video produziert, was heute auf YouTube ist. Gestern haben wir es hochgeladen, weil wir es brauchten für die Lehre, die heute in Marburg vor Ort stattfindet. Ich bin allerdings selber nicht da. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit. Nicht jeder ist nun ein perfekter Videoprozent. Das waren wir in der Vergangenheit ja auch nicht. Wir haben ja nicht alle Lehrbücher geschrieben. Also, was könnten wir machen? Ich möchte etwas unterrichten zum Thema Multimedia. Das habe ich gemacht früher. Was habe ich getan? Ich habe das Buch von Rolf Schulmeister gelesen und habe mir versucht anzueignen, was er zum Thema Interaktivität zu sagen hat und habe daraus meine Lehre geremixed. Das haben wir immer schon so gemacht. Wir haben Bücher genommen von anderen Personen, haben daraus die wichtigsten Inhalte genommen und haben dann einen Mix erzeugt für die eigene Lehre. Und nichts anderes müssen wir heute tun. Einführung in die Informatik mag das Buch gewesen sein von Sommer und Gumm. Bekanntes Buch in der Informatik. Sie können aber auch die Videos von Herrn Dittrich betrachten. Da hinten sitzt er. Und gucken, was er zu dem Thema zu sagen hat. Vielleicht ist nicht alles gut, aber vielleicht von diesem Video Minute 3 bis 12. Ähnlich machen wir das. Wir haben früher Bücher zum Thema Introduction to Language and Linguistics, hier sehen Sie eins, gehabt. Heute setzen wir Videos ein, aber sagen unseren Studierenden auch nicht, ihr müsst die ganzen Videos gucken. Nein, wir sagen, bestimmte Exzerpte dieser Videos tun genau das, was wir früher in der Lehre gemacht haben. Da Videos allein nicht reichen, habe ich hier die Symbole PDF, URL und YouTube mit beigelegt, denn Sie können nun auch noch verschiedene Elemente mit einbauen in Ihre Lehre, denn Videos allein, wie gesagt, das ist nicht genug. Also Sie müssen einen Mix schaffen. Und so haben wir jetzt eine neue Ausgangslage und ich möchte jetzt einfach mal so tun, also in meinem Fall ist es wirklich so, wir haben die Ausgangslage, wir haben vollständig digitalisierte Inhalte, wobei wir immer wieder daran arbeiten, die zu verbessern. Die Inhaltserschließung durch unsere Studierenden, die erfolgt komplett online, auch wenn sie Studierende der Uni Marburg sind. Und die Inhaltsvermittlung, ja auch die ist online. Wir haben Szenarien entwickelt, wie wir das miteinander verzahnen können, sodass die diese Videos auch wirklich zum Lernen benutzen. Und es sind ja nicht nur Videos, sondern wir haben zusätzlich noch Multimedia. Welche Konsequenz ergibt sich daraus? Von dieser Voraussetzung. Die Konsequenz ist, dass wir eine neue Präsenzlehre haben. Haben müssen oder haben sollten. Ich will mal kurz die Optionen durchspielen. Die erste Option für die Präsenzlehre wäre jetzt, alles ist digital, wir lassen es einfach ausfallen. Ist eine Möglichkeit. Ob die Möglichkeit gut oder schlecht ist, das werde ich Ihnen noch sagen. Aber das ist erstmal die erste Möglichkeit. Wir lassen die Präsenzphase ausfallen, weil es ist ja alles digital vorhanden. Zweite Möglichkeit, wir machen alles so wie bisher. Die digitalen Materialien sind da, wir stellen uns trotzdem in den Hörsaal und unterrichten, wie immer. Das haben wir 2006 gemacht, als es bei uns losging mit dem Inverted Classroom, ohne dass wir wussten, dass es da ein Label gibt für diesen Begriff. Wir haben uns dann hingestellt und haben den Studierenden gesagt, geht bitte erst die digitalen Materialien durch, die waren damals noch ohne Video, und dann machen wir eine Präsenzphase und da haben wir das Gleiche wiederholt. Anschließend haben wir uns evaluieren lassen und wurden abgestraft. Die haben sich gelangweilt. Ein Semester später haben wir das Gleiche gemacht, haben gesagt, digitale Lehrmaterialien, und wir haben richtig noch einen draufgesetzt. Wir haben gesagt, jetzt zeigen wir es euch mal richtig. Eine neue Präsentation entwickelt, neue Inhalte. Die Evaluation war genauso schlecht. Nur diesmal fühlten sie sich überfordert. Warum müssen wir so viel machen? Und so kamen wir Stück für Stück zu diesem Modell, wo wir gesagt haben, naja, vielleicht gibt es da auch noch eine Zwischenlösung. Videoconferencing habe ich nur mal aufgeschrieben. Ist eine Option im Online-Bereich. Wir haben einen Online-Masterstudiengang, einen bezahlpflichtigen Online-Masterstudiengang, wo wir sehr viel mit Videoconferencing arbeiten. Ist aber das nicht das Modell für eine Präsenzuniversität. Wir haben also diese drei Möglichkeiten. Wie bisher, das funktioniert nicht. Wie bisher plus ganz viel funktioniert auch nicht. Videoconferencing-Zusatz. Und fällt aus, online, das wollen wir ja eigentlich nicht. Mit anderen Worten, alle diese drei Möglichkeiten geben uns keinen signifikanten Mehrwert. Wir haben lediglich didaktische Lehrmaterialien. Aber ein Mehrwert ist ja nicht da. Vielleicht entsteht der Mehrwert ja, wenn wir das Ganze umdrehen.
wenn wir eine neue Idee haben. Und diese Idee, die kam uns dann 2007. Und darüber haben wir ja hier schon gesprochen. Wir haben das Lehrformat komplett umgedreht. Wir haben gesagt, ihr habt jetzt alles digital, bitte bearbeitet es in einem vorgegebenen Rhythmus und anschließend treffen wir uns im Unterricht und üben und vertiefen anhand vorgefertigten Übungsmaterials. Das ist das umgedrehte Lehrformat. Nun eine Frage dazu erstmal, damit ich weiß, wie weit soll ich ins Detail gehen. Auf wen geht unter anderem die Idee des Inverted Classroom zurück? Jonathan Bergman, Maureen Lake, George Keller, Alison King, Jörn Lovischach, Aaron Sams. 15 Sekunden Zeit, die anderen können ja mal mit überlegen. Ich war nicht so frech, meinen Namen damit draufzudrücken, denn ich war es nicht. So, nein. Es war in der Tat Maureen Lake. Und dann muss ich wohl doch noch ein bisschen dazu sagen, denn das Abstimmungsergebnis überzeugt mich jetzt nicht. Es zeigt mir nicht, dass also die Mehrheit unter Ihnen genau Bescheid weiß. Schauen wir mal kurz rein. Die Idee ist ja ganz einfach. Ich hatte es Ihnen gesagt, Phase 1, Inhaltsvermittlung, Inhaltserschließung online. Phase 2, wir treffen uns im Klassenraum. Und dieses Modell geht zurück auf Maureen Lake, Glenn Platt und Michael Treglia, die im Jahr 2000 vorgeschlagen haben im Rahmen von Software-Schulungen, warum müssen wir im Unterricht, es ging um Excel, den Leuten erzählen, wie man eine Datei abspeichert, wie man eine Datei lädt und ähnliche Dinge. Das präsentieren wir auf einem Video, das damals auf DVD ausgeliefert wurde. Und anschließend treffen wir uns im Unterricht und üben anhand konkreter Daten. Inverting the Classroom haben die das genannt. An den Volkshochschulen in Deutschland zumindest lehrt man immer noch nach dem alten Prinzip. Da wird eingeführt, wie lädt man das Programm und so weiter. Die könnten das auch machen. Wir haben dann 2006 dieses Modell, ohne zu wissen, dass es es gibt überhaupt, damals hat man noch nicht so intensiv vorher im Internet recherchiert, bevor man publiziert hat, haben wir beschrieben, ohne den Label zu nennen. Und 2012 in unserem Buch E-Teaching, E-Learning und E-Assessment an der Hochschullehre haben wir es dann ganz konkret auch benannt. Also so erstmal zur Genese dieses Begriffes. Es gibt noch den Flipped Classroom. Der Begriff ist Ihnen ja auch schon begegnet. Viele verwenden den Begriff Inverted Classroom und Flipped Classroom synonym. Der Begriff Flipped Classroom wurde eigentlich salonfähig gemacht über die beiden Herren Aaron Sams und Jonathan Bergman, die wir auch 2012 ja bei uns begrüßt haben, einen davon, Aaron Sams. Die haben dann auch gleich danach ihr Buch Flip Your Classroom geschrieben. Und es handelt sich um ein Modell, das ganz konkret auf den schulischen Unterricht an North American High Schools abzielt. Nun können Sie sagen, das ist Haarspalterei, aber es gibt doch gewichtige Unterschiede. Der Unterschied zum Beispiel zu den High Schools ist, dass wir an den Hochschulen ja ganz andere Rhythmen haben. Wir haben meistens den Wochenrhythmus für die Lehre und da können wir Dinge dazwischen legen. Die haben dort oft nur Tagesrhythmen und da können die nicht sagen, wir machen nur mal einen Test abends oder irgendetwas. Sie haben andere Inhalte, sie haben oft kürzere Inhalte. Wir haben 90-minütige Lehrveranstaltungen an vielen Universitäten, an den Highschools ist das unterschiedlich. Sie haben minderjähriges Publikum, wir nicht, obwohl man da manchmal, naja. Aber es gibt eben gravierende Unterschiede und insofern haben wir uns dazu entschieden, die Begriffe zu unterscheiden. Sie müssen das nicht tun, aber es ist zumindest ein Argument, die auseinanderzuhalten. Funktioniert denn der Inverted Classroom überhaupt? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Reicht es, wenn wir die digitalen Lehrmaterialien bereitstellen und sagen, in Phase 2 treffen wir uns? Nun, wir haben festgestellt, das funktioniert so nicht. Und viele, die das einfach gemacht haben, hier habt ihr ein paar Videos und ihr habt da eine Präsenzlehre, die mussten erkennen, das funktioniert nicht. Also haben wir uns überlegt, wir machen Folgendes, wir schieben einen Test ein. Ein Test, ein formatives Assessment. Nach jeder digitalen oder zu jeder digitalen Lerneinheit gehört ein Test. Der Test ist elektronisch. Zurzeit sind das bei uns zu 25% noch Multiple-Choice-Tests. Wir haben andere Tests mittlerweile, Input-Tasks, Segmentierungsaufgaben, Aufgaben mit Audiounterstützung. Also linguistisch ganz klar auf das fachorientierte Testverfahren. Und diese Tests sollten die Studierenden machen. Viele machen das auch. Und können uns dann zeigen, durch ihr Testergebnis, ja, ich habe die digitale Lerneinheit
laufen und ich habe es auch verstanden. Mastery wird erreicht, wenn der Test mit mindestens 60% bestanden wird. Das ist der Idealfall. Der Idealfall wäre dieser: 100% aller Studierenden kommen vorbereitet in die Präsenzphase. Klassisch. Das ist natürlich nicht immer der Fall. Einige bestehen den Test nicht. Nun wäre ungünstig, wenn die gestrichelte grüne Linie beschreiten, dann kommen sie nämlich, naja, mehr oder weniger geben sie dann auf. Aber viele machen es. Es gibt auch die Möglichkeit, und die stellen wir bereit, auch wieder eine Aussage amerikanischer Partner: Don't demonize failure, also bitte das Durchfallen nicht verteufeln. Wir geben denen die Möglichkeit, die Tests immer wieder zu machen und ziehen neue Fragen aus einem sehr viel größeren Fragenpool. Und dann haben sie quasi beliebig Zeit, diese Tests zu wiederholen, bis sie den Mastery-Level dann erreicht haben. Wenn sie durchfallen, merken wir nichts davon. Es wird nirgendwo festgehalten. Sobald der Test bestanden ist, landet es bei uns in der Datenbank. Und vor Beginn der Präsenzphase haben wir dann die Möglichkeit zu sehen, wie ist dieser Level, dieser sogenannte Mastery-Level, wie hoch liegt der? Ich werde gleich noch was dazu sagen. Sie haben aber auch in den Unterlagen einen Ausdruck schon dabei. Das ist also das Inverted Classroom Mastery Model. Und nun mit diesem Mastery Model, da können wir natürlich in der Präsenzphase anders reagieren. Und hier wieder erst eine Frage an Sie. Von wem stammt die Aussage "From sage on the stage to guide on the side"? Herr Freisleben hat es, glaube ich, vorhin erwähnt im Gespräch, aber Sie haben hoffentlich auch kein Abstimmungssystem. 15 Sekunden Zeit. From sage on the stage to guide on the side. Das ist jetzt das neue Leitprinzip für die Präsenzlehre. Wichtig dafür ist ein hoher Mastery Level. Okay, immerhin, es haben einige richtig. Es war natürlich Alison King. Hier kann ich Ihnen eine sehr schöne Anekdote erzählen. Ich will ja auch immer Dinge getreu der Methode eben im Inverted Classroom nicht alles zu wiederholen, was im Internet ohnehin vorhanden ist. Kann ich Ihnen eine nette Anekdote erzählen. Wir haben diese Frage auch unseren Studierenden gestellt. Die wussten das natürlich nicht. Und dann habe ich ja auch getreu meiner Prinzipien, Ihnen auch etwas Medienkompetenz zu vermitteln und nicht Medienbedienkompetenz, das können Sie ja, habe ich sie gebeten, sucht mir doch mal ein Foto von Alison King raus und schickt es mir auf meinen, ich unterrichte immer mit einem interaktiven Whiteboard, nach vorne. Das Resultat ist eine Katastrophe, Sie können es ausprobieren, wenn Sie das in Google eingeben, dann bekommen Sie eine junge Dame, die mit Kleidung etwas spärlich ausgerüstet ist und nicht dem Bild entspricht einer, wie Sie dann herausfinden mussten, ja Medienpädagogin, einer Dame, die sich mit Medien und Pädagogik beschäftigt. Und erst als Sie das dann begriffen hatten, dann kam das richtige Bild nach vorn. Es ist also in der Tat wirklich diese Präsenzlehre jetzt, jetzt schauen wir noch mal rein und hier sehen Sie einen Ausschnitt aus meiner Präsenzlehre. Jetzt lasse ich mal den Ton, ich mache mal den Ton weg. Sie sehen am Anfang einer Lerneinheit, bin ich wirklich noch der Weise auf der Bühne? Ich stelle das Thema vor, ich stelle die Lernziele vor, aber das dauert maximal 5 Minuten und dann geht es an die Seite. An die Seite, um die Studierenden zu betreuen. In dieser Lehrveranstaltung, das war die allererste Sitzung, wo wir diese Videos gedreht haben, haben wir noch einen Fehler gemacht. Wir haben nicht Sitzreihen freigelassen. Heute lassen wir sogar Sitzreihen frei. Wir buchen also größere Hörsäle, um durch die Reihen zu gehen und die Studierenden individuell zu betreuen. Sie sehen hier, ich habe Tutorinnen mit dabei, die laufen auch durch die Reihen und sie helfen ganz intensiv beim Übungsprozess in der Präsenzphase. Ja, Alison King war es. Und so kommen wir zu dieser neuen Lehrerrolle, jetzt in der Präsenzphase. Und das ist für mich der entscheidende Gewinn im Inverted Classroom Modell. Es sind nicht die Videos, es sind nicht die digitale Komponente, es ist die Lehre vor Ort. Wir werden wirklich vom weisen Menschen auf der Bühne, also nicht so wie jetzt, zum Begleiter an der Seite. Und ganz wichtig, unsere Studierenden, die es ja sowieso gewöhnt sind, motivieren wir, BYOD zu realisieren, Bring Your Own Devices. Sie müssen
sie bei uns einsetzen. Sie werden dazu angehalten, sie einzusetzen, Dinge zu recherchieren, auch zu erforschen. Und wir selbst haben auch Devices dabei, wo wir Dinge kurz erklären, wo wir online sind. Und wir haben auch neue Unterrichtstools, wie Sie hier sehen. Ganz wichtige Rolle spielt das interaktive Whiteboard, aber nicht mehr zur Präsentation, sondern zur Ergebnissicherung. Präsentieren tun wir nicht mehr. Sie können das in unserem Videokanal, es ist ein deutsches Video, ich habe mal eins aufgenommen, das interaktive Whiteboard im Inverted Classroom. Es hat eine ganz andere Funktion, als es sonst in der Lehre hat. In der Mitte sehen Sie die Klickersysteme, die wir permanent im Einsatz haben. Zu Beginn einer Präsenzphase stelle ich immer 3 inhaltliche Fragen, um nochmal zu überprüfen, haben die wirklich das Thema begriffen? Und bei diesen 3 Fragen kann ich ja auch nochmal in Erklärungsprozesse gehen. Und dann stellen wir am Ende der Lehrveranstaltung immer auch Fragen zum Studierverhalten. Das dürfte Rolf Schulmeister sehr interessieren, was die von sich geben. Ich sage auch gleich etwas dazu, wie die sich fühlen in dem Modell, welche Medien sie benutzen. Und die Studierenden machen das wirklich ehrlich, denn das ist eine anonyme Abstimmung. Und hier sehen Sie noch 2 Symbole. Diese spielen auch eine große Rolle. Ich hatte mir überlegt, ob ich Ihnen das direkt vorführe und von da hinten unterrichte, den Vortrag halte, von so einem Bistrotisch. Wichtig ist im Inverted Classroom, dass Sie ja Teil des Publikums sind. Und Sie können nicht immer wieder zurück zu Ihrem Laptop, um da irgendwas zu schalten. Also brauchen Sie eine Fernsteuerung, über die das läuft, was vorne zu sehen ist. Und diese Fernsteuerung, die haben wir hier, ich habe nur 2 Apps mal dargestellt, Splashtop und TeamViewer, die sich einsetzen lassen, können Sie auf Ihrem Smartphone installieren. Mit diesen Apps können Sie dann Ihre Laptops von weitem fernsteuern, wenn Sie eine gute WLAN-Verbindung haben und müssen nicht mehr nach vorne kommen, um nur mal hier vielleicht eine Seite zu scrollen. Sie können auch schreiben von weitem und sagen, so nach dem Motto, hier alle mal herhören, ich schreibe euch mal was auf, jetzt, ich habe gesehen, das haben jetzt 20 Mann falsch, bitte mal hier. Ganz wichtiges neues Tool für die Lehre, für die Präsenzlehre. Nun noch zu Evaluationen. Ich möchte Ihnen zeigen, anhand von Daten, die wir jetzt haben, die übrigens auch jetzt im 3. Konferenzband, den sehen Sie hier oben nochmal, die Inverted Classroom Model Band 3 in Englisch wieder, veröffentlicht wurden. Wir haben eine Langzeitstudie gemacht über den Einsatz dieses Modells, ob es wirklich denn funktioniert. Eine Sache vielleicht noch vorweg zu dieser Präsenzlehre, das habe ich vergessen zu sagen. Einer der größten Effekte dieser Präsenzlehre spüre ich selbst. Und zwar ist das ein Faktor, den habe ich früher eigentlich völlig ignoriert. Es ist der Faktor Lehrbefriedigung. Ich habe eine gewaltige Lehrbefriedigung plötzlich bekommen, weil ich mit ganz vielen Teilnehmern persönlich spreche während der Präsenzphase, was früher nicht der Fall war. Was noch hinzukommt ist, ich bin am Ende der 90 Minuten extrem erschöpft. Aber das nehme ich gerne in Kauf für diese Art der Lehre. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die Lehre mit den Erstsemestern. Das war früher nicht der Fall, da habe ich immer gedacht, ach Gott, die schon wieder. Das ist jetzt ganz spannend geworden und macht mir unglaublichen Spaß, weil ich jeden Einzelnen verfolgen kann, wie kommt der weiter. Ich habe die Zeit dafür. Wir haben diese Evaluation durchgeführt. Hier sehen Sie 3 Lehrveranstaltungen, die blauen im Wintersemester 2013-14, die violette im Sommersemester und die rote beginnt heute. Heute ist die erste Sitzung, die lassen wir aber ausfallen, da erzähle ich Ihnen gleich was dazu. Die Teilnehmer waren 226, dann 106 und 193. Schauen wir das zunächst mal an. Und wir haben diese Abstimmungssysteme genommen, um die studentischen Ergebnisse auch zu bekommen. Schauen wir uns zunächst mal die erste Veranstaltung an vor einem Jahr. 226 Kursteilnehmer. Online waren quasi alle, sie mussten ja diese Online-Inhalte irgendwie sich zu Gemüte führen. Ganz am Anfang sehen Sie hier ist noch eine kleine Diskrepanz, da war für einige, war es noch ein bisschen schwierig, so in den ersten Sitzungen da reinzukommen. Die Präsenzphase, wir haben ja keine Präsenzpflicht, bei uns zumindest an der Universität, wurde im Schnitt von 60-70% der Studierenden besucht. Wir haben 2 Ausreißer hier, dieser Ausreißer war unser Tag der Lehre, war unsere Reading Week, eine Woche, die ich überhaupt nicht verstehe, die eigentlich nur genutzt wird, um Urlaub zu machen, aber was richtig Produktives ist dabei nicht herausgekommen. Dieses Jahr wollen wir es mal etwas ändern und wir haben uns den Herrn Schulmeister eingeladen, damit der den Leuten mal ein bisschen die Leviten liest. Die Studierenden haben es zur Freizeit benutzt und wir haben doch die Präsenzphase gemacht in unserem Kurs und es kamen immerhin noch 60, 70 Studierende, obwohl sie sonst überhaupt nichts gemacht haben.
Und dieser Tag hier, das war der letzte Tag vor Weihnachten in der Lehre, 20. Dezember, morgens von 8 bis 10 am Freitag. Da hatte ich Verständnis, dass einige schon unterwegs waren. Soweit erstmal die Basisstatistik. Jetzt interessant der Mastery Level, also der Vorbereitungslevel vor Beginn einer Veranstaltung. Sie sehen, der war am Anfang bei 80%. Danach am 29. November, das war dieser Reading Week Tag, da gab es einen Drop. Danach ging es wieder hoch und im Schnitt haben wir 65% vorbereitete Studierende. Und wenn Sie jetzt überlegen, 70% kommen in die Präsenzphase, dann kann man fast davon ausgehen, dass die alle gut vorbereitet sind. Und es war auch so. Also ein extrem hoher Vorbereitungsgrad, der es uns erlaubt hat, gleich in diese Übungsphase einzusteigen. Und wir haben es dann erhärtet noch mit diesen Abstimmungen. Hier nun die studentische Selbsteinschätzung. Wir haben Sie gefragt, lernen Sie eigentlich mehr oder weniger? Und Sie sind mehrheitlich der Meinung, Sie lernen mehr als in vergleichbaren Kursen, die Sie ja auch besucht haben in diesem Wintersemester 2013-14. Wir haben Sie dann gefragt, müsst ihr eigentlich mehr tun? Und auch da waren Sie der Auffassung, Sie müssen mehr machen. Sie müssen mehr investieren, Sie lernen aber auch mehr, war Ihre ganz subjektive Auffassung. Und dann haben wir Sie vorbereitet auf Sommersemester. Wir haben Sie gefragt, wie verhaltet ihr euch im Sommersemester bei der nun kommenden Veranstaltung Morphology and Syntax? Wählt ihr ein traditionelles Lehrformat, wo ihr in kleinen Gruppen a 25 Studierenden bedient werdet? Oder wollt ihr weiterhin dieses umgedrehte Format in einer Großgruppe? Und Sie sehen das Ergebnis, 67% haben sich für das Inverted Classroom Format entschieden. Obwohl sie mehr arbeiten müssen, aber sie auch mehr lernen. Aber damit ist noch nicht Schluss. Wir haben dann natürlich im Sommersemester weiter evaluiert. Zunächst haben wir uns mal die Gruppen angeguckt, die dann zustande kamen. Es waren dann noch 184 Studierende von den 228. Einige hatten die Klausur nicht bestanden, müssen es wiederholen. Andere haben die Universität verlassen oder auch ihr Studium einfach abgebrochen. Das sind die normalen Quoten. Wir haben drei Gruppen hier, in die oberen drei Gruppen A, B und C, traditionelle Lehre, 25 bis 27 Teilnehmer. Und wir haben die Gruppe D zu diesem ungünstigen Termin, Donnerstag 8 bis 10 Uhr, mit immerhin noch 106 Teilnehmer, das entspricht dann 58% statt der ursprünglich avisierten 67%. Immerhin noch ein hoher Wert. Interessant, wenn Sie sich den Notendurchschnitt angucken in der Abschlussklausur im Wintersemester, der liegt in der Inverted Classroom-Gruppe weitaus höher, nämlich 9,2 auf der 15er-Skala, während die übrigen 6,6 nur erzielt hatten. Nun kann man vielleicht sich denken, ja, die wählen die traditionellen Formate in der Hoffnung, dass sie wieder besser werden. Das haben wir noch nicht untersucht. Also sie haben sich vielleicht versprochen davon, dass sie damit nicht zurechtgekommen sind mit dem modernen Format. Sie wählen ein anderes Format, um wieder besser zu werden. Der Mastery Level in der Inverted Classroom Gruppe wieder 66%, Online Participation 98% und In-Class Participation 63%. Genau die gleichen Werte wie im Wintersemester. Und jetzt kommt noch was Interessantes. In diesem Semester, was vor drei Tagen begonnen hat, werden beide Gruppen wieder zusammengeführt in eine weitere Veranstaltung, History of English. Und alle 184 Teilnehmer schreiben heute von 14 bis 16 Uhr einen Online-diagnostischen Test, in dem wir die Inhalte dieser Lehrveranstaltungen abfragen. Anhand eines Wissenstests, der durch die Dozenten aller vier Gruppen gemeinsam kreiert wurde. Und ich bin sehr gespannt, wie das ausfällt. Ich bin mir ziemlich sicher, die Inverted Classroom-Gruppe wird bessere Noten erzielen. Das läuft heute Nachmittag, heute Abend habe ich die Ergebnisse schon. Ich muss nur meinen Computer anschalten, dann kann ich Ihnen das schon berichten. 14 bis 16 Uhr, ich bin selbst sehr gespannt. Eine Gruppe schreibt noch von 19 bis 20 Uhr nach, da waren Terminkollisionen. Dieses Examen besteht aus mehreren Teiltests, Input-Tasks, Segmentierungsaufgaben, verschiedene Aufgaben, die im Bereich Morphology und Syntax in diesem Thema wichtig sind. Und das wäre dann der erste Test, der wirklich die Leistung mal überprüft, die Wissensleistung, die Behaltensleistung von Inhalten. Soweit zu den Evaluierungen. Nur noch zu dem Thema Erweiterung. Ich weiß ja, wir sprechen heute noch zum Thema MOOC. Uns wird einiges noch gesagt werden zum Thema MOOC.
Hier nochmal zunächst die eine Konsequenz, die für mich wirklich eine ganz große Rolle spielt, innerhalb der Präsenzphase, dieser hohe Grad an Interaktion mit den Studierenden, die individuelle Hilfe, Sie sehen hier gar nicht die Tutorin, da ist sie mittendrin, die hohe Lehrbefriedigung, die uns immer wieder entgegentritt, wir lechzen förmlich nach der nächsten Präsenzphase, was vorher nie der Fall war. Und ganz interessant, wir können auch forschungsorientierte Practical-Aufgaben in der Präsenzphase durchführen, wo wir den Studierenden sagen, nehmt alle eure Devices, untersucht eine gewisse Fragestellung anhand des Internets, unserer Informationen. Am Ende sammeln wir das Ergebnis auf unserem interaktiven Whiteboard. Ja, nun zum Thema MOOCs. Hier wieder erstmal eine Frage, um zu wissen, wie weit muss man ins Detail gehen. Wer war der erste MOOC-Anbieter? Google, Sebastian Thrun, George Keller, Microsoft, Apple oder die Harvard University? Sie können das nachlesen in dem Buch von Rolf Schulmeister. MOOCs, kann man das? Im Vorwort, glaube ich. Da wollen wir mal schauen. Ups, da sind wir. Ja, einige haben Sebastian Thrun, das war der Kurs Künstliche Intelligenz. Man kann natürlich argumentieren, ob die Khan-Akademie vorher schon sowas gemacht hat. Aber immerhin, es war der erste MOOC, der wirklich diesen Hype erzielt hat. Die Harvard University über edX, über die Plattform, die sind ja später dann nachgezogen. Ja, ein Massive Open Online Course ist ja nun in aller Munde. In Österreich haben sie die Plattform iMOX gegründet. Es sind gerade jetzt MOOCs im Angebot. Und wie wir ja wissen, haben MOOCs alle das gleiche Problem. Ganz miese Absolventenquoten, die zum Teil unter 5% liegen. Das ist nicht unser Bestreben. Nun werde ich Ihnen darstellen, was ich vom Thema MOOC halte, denn wir haben bereits 7 MOOCs angeboten. Für mich ist ein MOOC nichts anderes als ein funktionierendes Inverted Classroom Model, wo wir die Präsenzphase entfernen und möglicherweise durch Datenstrukturen ersetzen, wo wir das formative Assessment durch ein summatives Assessment ersetzen, weil ja nun die Funktion eine andere ist. Sie generieren gleich Resultate, Sie können ja nichts mehr beeinflussen. Wobei hier wir auch erste Ansätze haben, wie man vom elektronischen Test auf die Bereitstellung der dann adaptiven Lehrmaterialien schließen kann. Ja, und dann muss das Logo noch weg, denn es gibt keine Credits von der Universität. Das ist jetzt das MOOC-Modell. Mit anderen Worten, wenn Sie ein funktionierendes Inverted Classroom Model haben, dann müssen Sie gar nichts Neues produzieren. Schauen wir uns das hier mal an, anhand der Komponenten. Wie findet der Inverted Classroom statt? On Campus, klar. Präsenzphase. Sie haben irgendeine Plattform, worüber Sie das abwickeln. Elias, Moodle, alle möglichen Plattformen. Wir haben halt den Virtual Linguistics Campus. Feedback. Feedback ist wichtig. Das hat uns ja John Hattie auch gelehrt im Buch Visible Learning. Feedback zwischen den Lehrenden und Studierenden, ganz große Komponente. Forum-Aktivitäten, wurde ich heute Morgen schon gefragt, spielen bei uns überhaupt keine Rolle on Campus, weil die Studierenden sofort, die neuen Studierenden, eine Facebook-Gruppe gegründet haben. Die werden überhaupt nicht in die Foren der Universitäten gehen. Das machen die nicht. Deswegen habe ich hier Facebook mal schon mal hingeschrieben. Curriculare Integration, klar, es handelt sich um Kursangebote der jeweiligen Hochschule. Credits gibt es und das Lehrdeputat in der Regel 2 Semesterwochenstunden. Schauen wir uns da jetzt den MOOC dagegen an. Der MOOC, nicht on Campus, klar, Präsenzphase gibt es nicht. Die Plattform, die müssen ein bisschen erweitern. So mit Moodle allein kommen Sie da nicht hin. Nur ein Schlagwort, was wir umsetzen mussten, ist die automatische Urkunden- und Generierung anhand von Testergebnissen. Sie wollen nicht für 1000 Studierende da Urkunden schreiben. Also da müssen andere Verfahren hin und die haben wir halt entwickelt bei uns im Virtual Linguistics Campus. Curriculare Integration, nein. Feedback, auch nein. Zunächst Feedback. Sie können nicht bei 1000 Studierenden jedem seine individualisierte E-Mail beantworten. Das geht überhaupt nicht. Also Feedback, nein. Forum-Aktivitäten spielen eine große Rolle, allerdings nicht für mich als Lehrender, sondern für die Teilnehmer. Die tauschen sich da drin aus, in dem Kursforum, denn die gehen nicht mehr auf Facebook. Da sind nicht nur diese Digital Natives drin, da sind Ältere auch drin. Die mögen das gar nicht. Die gehen in das Kursforum.
Curriculare Integration, nein, Credits gibt es nicht. Und das Lehrdeputat, das muss man ja auch mal hinterfragen, wer betreut denn so einen Kurs? Das wird einem ja nicht angerechnet, also null. Also muss ich sehen, dass wenn ich ein MOOC-Anbieter bin, dass der automatisch läuft. Sonst habe ich ja Arbeit damit, die mir niemand in irgendeiner Form vergütet. Soweit zum MOOC. Man kann noch eine Variante daraus bilden, das nennen wir IMOC. Inverted Massive On-Campus Class. Wir nutzen das MOOC-Szenario On-Campus, wir bieten eine Präsenzphase an, wir bieten diese erweiterte Plattform an, wir erlauben aber kein Feedback. Bei großen Kursen mit 500 Teilnehmern möchten Sie das nicht unbedingt, dass Sie da mit E-Mails beschenkt werden. Forum-Aktivitäten ist wieder nicht zu verzeichnen, aber dafür Facebook. Ganz groß hier jetzt das Symbol. Curriculare Integration ja, Credits ja und Sie bekommen auch ein volles Lehrdeputat angerechnet. Sie verzichten quasi nur auf diese zusätzlichen Komponenten, die der MOOC hat, eben diese, dieses Forum, das wird nicht genutzt und Sie haben natürlich ein volles Deputat. Ganz interessant, wir haben ja in unseren MOOCs, und ich habe Ihnen das auf diesem Handout dargelegt, wir haben ja gigantische Abschlussraten in der internationalen MOOC-Welt, die zwischen 30% und 40% pendeln bei immer so zwischen 800 und 1000 Teilnehmern. Wir haben jetzt 7 MOOCs angeboten und überall das Gleiche. Hier sehen Sie nochmal die Statistiken, Online-Teilnahme 100%, der Mastery-Level im Inverted Classroom-Model in der Uni Marburg lag bei 65%, bestanden immer 90% Zertifikate für die Teilnahme, gibt es ja nicht in der On-Campus-Lehre. Wenn Sie das mal mit unseren MOOCs vergleichen, die Online-Teilnahme liegt bei 65%, das heißt 35% der registrierten Teilnehmer machen nicht mit. Das ist ein üblicher MOOC-Effekt. Und dann, was ich ganz erstaunlich finde, es gibt einen Mastery-Level. Das heißt, die Studierenden oder die Teilnehmer arbeiten in den vorgegebenen Rhythmen und machen dann auch diese Worksheets, diese Tests. Und das spiegelt sich in etwa wieder hier mit der Absolventenquote. Wir haben dann am Ende 21% Teilnahmezertifikate. Die müssen einige Tests gemacht haben und regulär mitgearbeitet haben. Und die, die bestanden haben mit einer kompletten Zensur, mit 60% Mastery oder mehr, die liegen so bei 22% bis 25%. Und das alles nur, weil wir eigentlich nur das Inverted Classroom Model genutzt haben und es zu einem MOOC mit wenigen Handgriffen umgeformt haben. Aber, und das denke ich, MOOCs sind auch, und das sollten alle wissen, sind nur ein Teil der ganzen Bewegung. Die Treiber sind für mich nicht die MOOCs. Viele deklarieren die ja als absolute Treiber dieser ganzen Digitalisierung. Für mich sind die Haupttreiber, die Probleme der Hochschullehre zu lösen. Ich möchte sie lösen, ich habe sie vorhin genannt. Qualitätssicherung, Transparenz hat heute ein ganz anderes Niveau, weil die Lehrmaterialien online einsehbar sind. Skalierbarkeit habe ich Ihnen vorgeführt anhand der großen und kleinen Kurse. Nachhaltigkeit, die Materialien sind ja jetzt da. Und insofern ist für mich, und damit komme ich auf die Eingangsfrage zurück, welche Rolle spielt das Inverted Classroom Model bei der Digitalisierung? Für mich ist es ein entscheidender Eckpfeiler bei der gesamten Digitalisierung der Hochschullehre. Das mittlere M habe ich mir erlaubt, in Klammern zu setzen. Das ist unser Mastery Model. Das bedarf einiger zusätzlicher Griffe. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Falls Sie Fragen haben, bin ich gern bereit, die zu beantworten. Ja, ganz herzlichen Dank für die Keynote unseres Tags der Lehre. Bin überzeugt, wir haben da jede Menge inspirierendes Gedankenfutter jetzt mitgenommen. Auch Zündstoff. Für die weiteren Tracks und auch für die dann individuellen und persönlichen Vernetzungen. In der Eröffnung wurde es schon angesprochen, wir haben heute im Haus insofern eine größere logistische Herausforderung, als durch zwei Veranstaltungen in Summe 400 Gäste heute im Haus sind. Insofern müssen wir so von der zeitlichen Logistik der beiden Veranstaltungen relativ strikt sein, damit wir uns, salopp gesagt, möglichst wenig auf die Füße steigen mit der anderen Veranstaltung. Jürgen Handke wird noch den ganzen Tag heute zur Verfügung stehen bis zur Chill-Out-Phase. Zwei kurze Fragen aus dem Publikum und dementsprechend kurze Antworten würde ich vielleicht noch zulassen. Meine Kollegen sind mit den Mikros im Raum unterwegs.
Kollege Gottfried Czarny. Ja, mich würde interessieren, welche Inhalte werden geboten bei den Videos oder wie sehen die Videos überhaupt aus? Und die zweite Frage, würden sich diese Videos auch durch andere Formate der Materialien ersetzen lassen? Ganz kurze Antwort zum ersten Teil. Hier sehen Sie unseren Videokanal. Sie können einfach auf YouTube gehen und Linguistics eingeben, dann finden Sie den Kanal. Mittlerweile der größte der Welt. Sie sehen fast 12.000 Abonnenten. Das ist ja eigentlich der Key-Faktor, der Hauptfaktor bei solchen Videokanälen. Und dann können Sie die verschiedenen Formate sehen, E-Lectures, da jetzt gerade zu sehen ist eine E-Lecture über The Evolution of Writing, vor knapp 2 Wochen eingestellt, Micro-Lectures, wir haben Interview-Videos, wir haben auch Video-Scribes, wo etwas drauf geschrieben wird auf einem Tablet, die gesamte Palette. Und die Einbindung geschieht bei uns in den Virtual Linguistics Campus, www.linguisticsonline.com. Da können Sie sich gern kostenlos anmelden und dann können Sie schon sehen, wie das Ganze verknüpft wird, Video und multimediale Lerneinheiten. Aber ich hatte zu Anfang gesagt, wir haben wirklich 15 Jahre gebraucht, um das so hinzubekommen. Eine zweite schnelle Frage geht sich noch aus. First come, first serve. Ja, bitte, Herr Kollege, hier vorne. Sie haben die Feststellung getroffen, man muss die Studierenden in einen bestimmten Rhythmus bringen. Und ich halte das für ganz wichtig, damit sie die Materialien auch bearbeiten. Haben Sie da sehr strikte Zeitvorgaben oder wie machen Sie das? Ganz kurz einen Blick auf einen Kurs, nämlich der Kurs, der heute beginnt. Hier sehen Sie meine Kurse, die ich gerade, da sehen Sie, ich unterrichte viel mehr Kurse, als mein Deputat ist. Das liegt daran, dass ich die online schon spalte in BA, Lehramt und Master und die in der Präsenzphase dann entsprechend positioniere, dass ich mich um verschiedene Gruppen kümmern kann. Zum Rhythmus, hier ist die Lehrveranstaltung History of English, die beginnt heute. Da schreiben die aber den Test, statt die Evolution of Language zu machen. Evolution of Language, Evolution of Writing ist sehr eng miteinander vermischt. Ich brauchte das Video, Do You Need It Perfect or by Tuesday, war da genau die Anforderung. Und hier sehen Sie die Taktung. Woche für Woche wird ein Unit gehighlightet. Sie können aber auch vorarbeiten. Jeder Student hat das ganze Semester bis zum 31. März jetzt, haben die Zeit, in diesen Lerneinheiten zu arbeiten. Manche, und das wünschen wir uns natürlich, machen es nach dem vorgegebenen Rhythmus, andere nicht. Gut, danke schön. Wir gehen jetzt in eine kurze Pause. Kaffee, Kuchen, Ähnliches ist in der Aula angerichtet. Dann geht es in 6 unterschiedliche Tracks, ja, wobei 3 davon hier auf Erdgeschossebene sind und 3 weitere im ersten Stock. Wenn Sie sich zum Beispiel weiter für das Thema Inverted Classroom interessieren, dann geht es hier weiter mit 2 weiteren Beiträgen. Ich wollte noch eins kurz ansagen. Herr Weißenböck hat mich vorhin gefragt, was wir mit dem Preisgeld machen. Ah ja, richtig. Wir werden am 17. und 18. Februar in Marburg eine Tagung veranstalten mit dem Thema Hochschullehre im 21. Jahrhundert. Und ich werde zu diesem Thema 8 Top-Lehrende einladen, von denen ich weiß, dass sie super unterrichten, super aufgestellt sind in dem Bereich. Die Workshop-Komponente wird relativ gering sein. Wichtig wird es sein, diese Lehrenden zu erleben, wie die unterrichten. Und einen davon sehen wir hier im Publikum übrigens. Aber ich werde nicht sagen, wer das ist. Dann sage ich 17. und 18. Februar. Gut, danke schön. Dann darf ich Sie einladen zum Buffet in der Aula.